I see. So this girl is the next chosen. That's right. I have to go accept the oracle. Grandmother, I'm going to undergo the trial now. What trial? The monsters, I assume. An evil presence radiates from inside this chapel. Yes, that is correct. The chosen is to receive judgment from heaven. Judgment day. But the priests that were to accompany her fell at the hands of the Desaians. Then I'll take on the job of protecting Colette. Lloyd, I would be uneasy with just you. Your name is Lloyd? Ja, wieso, fragst du? Yeah, but who are you to ask for my name? I am Kratos, a mercenary. As long as you can pay me, I'll accept the job of guarding the Chosen. Under the circumstances, I have little choice. Please be of service. It's a deal, then. Wait, I'm going too. Lloyd, you'll only get in the way. Be a good boy and wait here. Be a good boy, ja. Behandelt mich jetzt wie ein Hund. Na gut. Gotcha. Then I'm just gonna follow you on my own. Ja, wir schleichen uns hinterher. You're a stubborn kid. Fine. Do as you wish. I'll do just that. Let's go, Genus. Lloyd, I figured you were going to say that. Ja. Of course. This isn't a field trip, you know. Doch, hab ich doch am Anfang gesagt. Es ist ein Forschungstrip. Na gut, Field Trip ist was anderes als Forschungstrip, aber hey. Also so sieht es in diesem Tempel aus. Colette, du warst doch schon oft hier drin, oder? Ja, aber heute scheint es irgendwie anders. Ich spüre die Gegenwart von Monstern, seid auf der Hut. Mit so ein paar blöden Monstern werden wir schon fertig. Los geht's. Warte, Leute, hast du dir deine Schwerttechniken selbst beigebracht? Ja, wieso? Hat mir Luft gegeben. Was ist denn das? Luft! Hast du das nicht gesehen? Wenn du mit dem Schwert kämpfst, solltest du zumindest die Grundlagen beherrschen. Du willst doch die Auserwählte beschützen, oder? Du hältst dich für so schlau. Naja, er ist ja auch ein bisschen älter als du. Trainingshandbuch. Ein bisschen älter. Sieht schon recht älter aus, wenn man die beiden mal vergleicht, ne? Also hat doch schon einiges Weisheit und Level 4. Ah, vielleicht sollte ich doch Strategie sagen. 50% nur? Vielleicht eventuell. Naja, Kratos. Söldner. Stimmt, deinen Titel habe ich noch gar nicht gegeben. Aber sein Cameo-Titel erstmal. Transformator. Bist du bereit, die Welt für ein Mädchen zu zerstören? Ja. Chicken, du machst es schon wieder. Und zwar haben wir Ludger aus Tales of Xillia 2. Ja. Ne, Kratos, bist du bereit, die Welt zu zerstören für ein Mädchen? Für ein Mädchen, aber wir sollen doch die Welt erneuern und nicht zerstören. Oder müssen wir die Welt zuerst zerstören, um sie zu erneuern? Ja, aus... keine Ahnung, wie der Phönix halt. Der stirbt ja auch und erhebt sich aus seiner Asche wieder. Keine Ahnung, was gerade dein bester Titel ist. Also ich sag einfach mal bei Söldner. Hm.
Eigentlich könntest du mich aber schon heilen. Ich meine ja nur. Es ist versiegelt. Der Mana-Ring kann das Siegel sicher öffnen. Er wird hier im Tempel aufbewahrt. Wo denn? Los, holen wir ihn uns. Ich weiß nicht. Tut mir leid. Na, dann suchen wir ihn halt, Mann. Ja, Mana-Ring. Kennen wir auch schon aus Tales of Phantasia. Und komische Würmchen. Take them down quickly. Ja, Tales of Phantasia. No way! Ja, kennen wir aus Tales of Phantasia. Watch this! Sonic Thrust! Diesen Satz werden wir noch einige Male hören. Los, Sterbot, Mr. Geist. Alright. Apfelgel. Kann ich eigentlich direkt wegschmeißen. Abwerfen. Nicht aus Versehen schlucken. Heilung braucht kein Mensch. Alright, let's go. Ich muss den Untergang sein, Chicken. No way! Found your weakness. Ja, ich hab ja eigentlich gerade. Ach, hat er sogar schon dahin gelegt. Was? Chicken hat Sonic Thrust nur 634 Mal benutzt? Won't work. Ja, wie konnte ich es nur wagen? Mr. Geist, ab ins Jenseits mit dir. You picked the wrong guy to mess with. Kehre zurück. Kehre zurück. Schneckchen. Bei dir waren... Let's get this over. Nee, bei dir sind eigentlich nur die Muckus. Over with. Da ist keine neuen dabei. Was bespucken die mich eigentlich da? Lila Erbsen? Ray Thrust! So, wenn man es sein soll. Ein Apfelgel. Tschüss. Ja, ich glaube, das ist der Mana-Ring. Das ist bestimmt der Mana-Ring. Okay, holen wir ihn. Schaut mal, hier ist was. Vorsicht. Es ist ein böses Monster. Ein Golem. No way. Get him. Sonic Thrust. Demon. Don't overdo it. First aid. Ja, ich wollte Sonic Thrust machen, bin aber aus Versehen auf meine Schnelltaste. Sonic Thrust. No way. Super intelligent. Never stood a chance. Ja, Tracken, vielleicht solltest du so auf die andere Taste legen. Nein. Wow, es hat sich in einen Felsbrocken verwandelt. Ja. Nach dem Tod eingerollt. Wie so ein kleines Bällchen. Naja, es war ja vorher eigentlich auch schon ein Felsbrocken. Huch! Ja, Colette, du hast das Rätsel gelöst. Glückwunsch. Oh nein! Verstehe. Alles klar. Was? Wovon redet ihr beiden? Gleich wird es bestimmt... Ach, das ist es ja. Und da kommt ein neues Monster. Neuer Golem. Wow, da ist ja noch eins. Okay, machen wir es fertig und werfen es nach unten. Ja, Golem besiegen, dann erhalten wir so einen Kastenwürfel, den wir in ein Loch schieben können und immer so weiter. Ich glaube, wir verstehen das Rätsel. Sonic Thrust. Nein, Schicken, verstehen wir nicht. Können wir nicht einfach
über die Steine hüpfen. No way. Nein, das ist verboten. Das ist verboten. Alles verboten. Weil wenn ich jetzt... Müsste ich von der anderen Seite... Schieben wir jetzt erstmal ins Loch da hinten. Und Nummer 3. Reinforcements, hä? Huh? Täglich kriegst du das Moment. Eigentlich, ja. Don't make a sonic thrust, please. Ich brauche alleine TP, um mich zu heilen. Ja, ein bisschen TP-Mangel. Dwarven Vow Number 7. Level up for Colette. Gelber Quarz. Ein gelber Quarz. Das möchte ich wegschmeißen. Und was macht das denn? Ein mysteriöser Stein verleiht einer Waffe zeitweilig die Kraft der Erde. Ja. Falls so ein Gegner eine Erdschwäche hat, werfen wir einfach das da drauf und dann haben wir auf unserer Waffe... Ja, wir werfen es drauf. Also auf unsere Waffe tragen wir es dann auf. Und die bekommt dann ein Erdelement. Eigentlich recht einfach. Ich hoffe, der Gegner hier wird auch einfach, auch wenn sie zu viert sind. Fiend! Über Feuer! Found your weakness. Hey, not too bad. Ray Thrust, don't bother me. Get him! Fireball! Hey, not too bad. Sonic Thrust! Dwarven Vow Number 7. Justice and love. Naja, will always win. Always win! Das Gute wird immer über das Böse triumphieren! Wasser des Lebens! Juhu! Sollte mir am besten auch... ...Dings markieren. Ich habe hier nebenbei eine Liste offen. Ich habe mich ja vorbereitet. Chicken bereitet sich vor auf Sachen. Und verkackt dann trotzdem. So, hier oben eigentlich nochmal. Ach, stimmt ja. We can do it. Ja. No way. Found your weakness. Like Tate? Tate, thrust. Get him. Fireball. No way. Tate. Ja, Mukos. Wenn man so nicht eigentlich auch so, keine Ahnung, Schleim und was passiert, wenn man dann Schleim brät? Apfelgel. Oder sind das Gele, die Mukus in sich haben? Drei Kisten. 250 Gold. Wie süß. Wie süß. Wasser des Lebens. Und Apfelgummi. Gummi. Ja, Gel. Keine Ahnung, warum ich es mal Gummi nenne. Ist das denn Fantasia nicht Gummi, oder? Oder irgendeinem anderen Dings-Tales-Spiel. Ach, was weiß ich? Was weiß ich? I don't remember. Mein Gedächtnis wurde gelöscht. Ja, Chicken, wann greift die Gegner an, um zu bloggen?